Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf Train. Wir haben hier jemanden, der eine komplett unsinnige Granate schmeißt und Knife Shadow Bananas hat. Shadow Bananas. Optimal. Eben sage ich, also ich habe eben schon eins aufgenommen, das aber echt kacke war. Da habe ich gesagt, Leute, ich versuche noch eins aufzunehmen und wenn es besser wird, nehme ich das. Und das ist instant besser, denn wir haben hier irgend so einen Knife-Bock und eine Konspiranzi. Was uns dann doch zeigt, dass die Skins auch beim Suspect am Start sind. Die letzten 10, 15, 20 Overwatches, die ich hatte, da hatten die Suspects alle keine Skins. Maximal welche aufgehoben, aber sie hatten selbst keine dabei. Und das hat mich stark verwundert. Aber er hat sogar Knives am Start. Guck mal, der Shadow Dagger ist Ultra Violet. Okay. Also da müssen wir natürlich ganz genau hingucken. Nee. Also logischerweise behandeln wir diesen Fall so wie jeden anderen auch. Trotzdem ist dieser zumindest im Hinterkopf wabernde Gedanke da. Warum hackt jemand, der Skins hat, vor allem der so der teurere Skins hat als vielleicht manch anderer, ja? Müssen wir mal schauen. Also, die sind auf B, Bomb ist down, auf B ist auch längst gecallt, nehme ich an, außer seine Mates sind irgendwie stumm. Da oben war jemand, der ist aber schon gefallen, da unten, er guckt sich schön um, das sieht alles nice aus. Ja, der letzte kommt hinten von Dödel, Ivy. Er ist ultra hektisch. Richtig am Rumjumpen, am Hasseln. Oh, oh, hinter dir, Achtung. Krasser Headshot. Ja, ein gescheiter Fall, oder? Leute, ha? Gerade eben bei dem Fall war halt, das war auf Inferno und er stand oben bei B als CT und hat direkt durch die Wand runtergeaimt mit der AWP und hat die Leute durch die Wand. Sofort am Anfang und ich so, ach Gottes Willen. Ich habe es zwar trotzdem zu Ende gebracht, das Video, falls das ja noch schlimmer wird. Aber das ist optimal. Das ist. Eine Hellfire hatte auch. Aller der Skin-God oder was? Also gut, ich meine, es ist jetzt nicht ultra krass, aber was war denn bis jetzt das krasseste, was wir bei uns in Overwatches hatten? Ich glaube, wir hatten schon mal einen mit einem Knife und einmal einen mit einer Fire Serpent, glaube ich. Aber das wusste ich erst nicht. Also, das habt ihr mir, glaube ich, in die Kommentare geschrieben. Und ich habe dann daraufhin den Titel und die Thumbnail geändert, weil ich es gar nicht gesehen habe, dass der eine Fire Serpent hat. Hat er gerade gechillt? Aber hier eine M4A4 Hellfire, das ist die Howl, oder wie die Coolen wissen, das ist die Schrei. Der Schrei, oder? Schrei hieß es, ne? Hat er am Start. Wow. Suspect mit dicken Skins kriegt den roten verkleinert. So wird der Titel hier von diesem Video. Easy peasy, nimm's squeezy. Ich habe heute ziemlich lange, oder nicht ziemlich lange, aber recht intensiv am Best-of gearbeitet. Also die 10k sind jetzt ja so gut wie voll. Ich glaube, es fehlen noch 4 oder so oder 5. Die müssten bis morgen voll sein. Ich werde zwar das Best-of, oder das Special meine ich, Special, nicht Best-of, das Special, werde ich zwar bis morgen nicht fertig kriegen, aber ich bin dran. Ja. Das wird ein, wird was, ja, halt ein Special, ne? Ich will jetzt nicht zu viel verraten oder auch gar nicht großartig, ja. Es wird ein Video und das wird sicherlich, hoffentlich cool. Hoffentlich gefällt es euch. Aber wie gesagt, ich brauche bestimmt noch 2 oder 3 Tage, vielleicht sogar noch einen Ticken länger, bis ich das fertig habe, weil mir noch, also mir fehlt noch Material, also Dinge, die noch nicht aufgenommen sind, fehlen noch, die ich bis jetzt nur im Kopf habe. Was macht er denn jetzt? Monsieur! Oder hat er hier etwa Grief bekommen vielleicht? Ah, nee. Kurz am Anfang ein bisschen rumstehen ist nicht tragisch, also da würde ich keinen Grief geben, außer es wäre jetzt noch 3, 4, 5 Mal so. Da würde ich vielleicht sagen, hey. Es ist schon ein sehr großer Nachteil als Team, wenn dein Mate die ersten 20 Sekunden nur rumsteht. Das ist schon echt nervig und auch griefing. Aber einmal, was soll's. Ich dachte kurz, es wäre sein Kill gewesen, aber nee, das war von 7 hinten aus, der 2 oder aus der 1. Also, seine Schellen sitzen aber echt grob, oder? Die Diegel-Dinger. Das hat mir doch schon verkackt. Ihr habt bei euren Jungs Diffuse und sowas. Hallo, schnell, zack ich. Mag ich. Glück gehabt, dass sie die Futzel dabei hatten, ne? Also wenn nur das Aspekt übrig gewesen wäre, wäre das etwas tödlich geworden. Er steht wieder. Guck mal auf die Zeit. Wie lange er steht. Bei 2 Minuten fängt es an, ne? Ja gut, 15 Sekunden. Wenn sowas oft vorkommt, ist es halt echt abgefuckt. Er ist immer noch nicht im Kampf. Es hat sogar jetzt fast 30 Sekunden, ja, 25 Sekunden gedauert, bis er überhaupt da ist, wo er hätte sein sollen. Also sowas ist schon wirklich nervig. Aber ich würde auch nach wie vor kein Griefing drücken für das.
Er wird aber scheinbar gestört durch irgendwas. Irgendwas stimmt nicht, ne? Also ich wahrscheinlich spricht er mit jemandem oder so. Die Mutter kommt rein und bittet Fridolin darum, dass er zum Essen kommt oder so. Aber gut, die Mates haben es auch im Griff, ne? Oh, guck mal da, auf B ist einer oben durchgesneakt, auf Cat. Und 7 ist einfach unten durch, hat's nicht gesehen. Aber die Bombe wird gleich gelegt. Zack, Bombe ist down. Jetzt muss die 1 von den Tees wieder zurück. Ihr erkennt die Zahlen nicht, ne? Habt ihr gesagt, glaube ich. Also die Zahlen oben auf der Minimap, die erkennt man, glaube ich, nicht. Die sind ja alle durchnummeriert, ne? Die Spieler von 1 bis 10. Oder nee, von 0 bis... Von 1 bis 0. Okay, ja. Also, ja. Er steht wieder kurz. Also er steht, er braucht nicht Zeit zum Einkaufen, sondern er steht einfach darum. Und es ist ja nicht mehr so wie ne, zu 1-6 Zeiten, wo du dir noch die Munition kaufen musst oder sowas. Wo man das vielleicht noch hätte erklären können, dass man eine Sekunde länger steht, weil man... Alter, der hat ja gerade beide gelegt. Ja, wo man noch eine Sekunde länger stehen muss, um Munition nachzukaufen für Primary und Secondary, aber... Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch nochmal ein zusätzliches Ding zu seinen echt krassen Schellen. Dass seine Mates es vielleicht nicht toll fanden, dass er da jetzt 2 oder 3 Runden rumgedümpelt hat. Aber wie gesagt, ich hätte da nichts gemacht. Ich habe mich sicherlich aufgeregt in-game, auf jeden Fall. Wobei es ja eh nach einem Win aussieht. Also, es kommt natürlich auch darauf an, wie das Spiel verläuft. Klar, wenn man, am Gewinn ist, dann fällt es nicht so ins Gewicht. Aber wenn man dann auch noch ein paar Mal verliert. Und dann hast du einen Mate, der noch nicht mal richtig mit reinzieht, um die ganze Sache noch zu holen. Dann nervt es schon. Ja, was würdet ihr zu seinen Shots sagen? Würdet ihr sagen, Smurf? Weil er aimt schon wirklich sehr schön steady rein. Alter, was war denn das? Ist es ein Smurf mit Epilepsie? Ist es ein Hacker? Ist es ein Hans Wurst? Ihr entscheidet, meine Damen und Herren, beziehungsweise ich auch. Ich sag euch dann im nächsten Ding, was ich entschieden habe. Ah, was war das letzte? Das letzte Overwatch hab ich jetzt leider vergessen. Da war ich mir zu unsicher. Da waren wir uns alle sehr, also ich habe es auch aus den Kommentaren herausgelesen, dass wir alle sehr unsicher waren und ich habe dem letzten nichts gedrückt, da war ich mir einfach zu unsicher dafür. Ja, und was ich hier drücke oder auch nicht drücke, erfahrt ihr dann im nächsten Overwatch und ich bin gespannt, was ihr so sagt. Vielen Dank für eure Kommentare oder eure Teilnahme einfach an diesen Teilen, aber auch generell für die Kommentare der letzten Videos und auch in Zukunft bei den Videos. Vielen Dank für die Daumen und macht's gut, ciao, ciao.